Metal Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Ich weiß jetzt noch nicht genau, was los ist. Ich habe dann noch ein Gespräch heute. Aber ich muss schon vornherein mal sagen, dass ich vermutlich bald kein Merch mehr habe, und zwar wirklich gar keins. Weil sollte es wirklich dazu kommen, was ich befürchte, dann werde ich keinen neuen Merch-Shop machen. Und bedanken könnt ihr euch bei allen Hatern, bei allen Leuten, die selbst dann so kleine Eier haben, dass sie nur im Internet produzieren können und anderen alles versauen können. Und zwar nicht nur mir, sondern auch euch. Vielleicht sollten Menschen mal langsam über ihr Handeln nachdenken, bevor sie es tun. Und ehrlich gesagt, ich bestrafe mich damit auch selber, ja, durchaus. Aber ich sehe das nicht mehr ein. Und ich pauschalisiere deswegen, weil es auch positive Zusprüche geben könnte. Tut es aber nicht. Und deswegen, nö, sehe ich einfach nicht ein. Für alle, die mich unterstützen wollen, ich sage euch jetzt mal Folgendes. Wenn ihr mich unterstützen wollt, müsst ihr im Prinzip das machen, was die Hater machen, nur positiv, nicht negativ. Das ist bedauerlich, aber es ist so. Die Hater gehen her und posten überall negativ wie Drecksau. Und weil es so viele sind und glauben, die sind die einzigen, die hier zuschauen, bauen sie so viel Scheiße. Also im Klartext, wenn ihr mich positiv unterstützen wollt, versucht doch mal positive Propaganda zu machen, anstatt den Hatern die negative zu überlassen und gar nichts zu machen. Mehr habe ich dazu auch gar nicht zu sagen. Danke für die 50 Barren. Exil, danke fürs Abonnieren. Danke, netter Mann.
Weil ihr es anscheinend gerade falsch verstanden habt. Nur nochmal als kleine Aufklärung. Ich meinte keine positiven Bewertungen und Likes hier im Stream, was natürlich auch gut ist, sondern bei zum Beispiel dem Merchandise-Shop. Zum Beispiel bei verschiedenen Shops, wo da halt jetzt irgendwo rumgehatet wird. Oder bei verschiedenen YouTubern und so weiter. Sowas müsst ihr machen. Da müsst ihr euch positiv äußern mir gegenüber. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, natürlich nur. Weil sonst bringt das alles nichts. Kurzum, die Drachis müssen versuchen, also die Fans, die Zuschauer, also alle Nicht-Hater, die mich unterstützen wollen, die müssen versuchen, aus dem Schatten zu treten und zu versuchen, das alles ins Positive zu rücken. Der ganze Hate ist am Abflachen, nach wie vor. Dankeschön für die 50 Likes. Der Hate ist am Abflachen nach wie vor, weil es für viele einfach zu dumm wird mittlerweile. Aber das Problem ist nach wie vor, dass es einfach zu viele sind, die was machen. Und zwar leider negativ. Wenn es mehrere Leute geben würde, die langsam in den Vordergrund treten würden, oder zumindest die langsam in den positiven Aspekt was machen würden, dann hätten wir nicht so viele Probleme mit den Hatern. Dann wäre es auch mal möglich, Sponsorings an Land zu ziehen, dann wäre es mal möglich, vielleicht auch Kooperation mit anderen YouTubern zu machen, dann wäre es vielleicht auch mal möglich, dass nicht schon wieder irgendwas gegen mich geschossen wird. Und es sind lediglich Feststellungen. Es ist keinerlei Rumgeheule, es ist nur Feststellung. Letztens ist es eure Entscheidung. Thank you.
Guten Hunger, Dankeschön. Abartig bist nur du, Drool. Sich so asozial zu verhalten wie du ist echt selten möglich. Hier zum Beispiel könntet ihr schon mal dafür sorgen, dass Drool rausgehauen wird, weil er hier am Rumspammen ist und am Beleidigen ist. Naja, wahrscheinlich sinnlos. Die Macht im Stream haben schon immer die Zuschauer gehabt, Leute. Es war noch nie anders. Es gilt auch für die Videos auf YouTube. Sas. Servus. Schaffe ich nicht, Alter. Marmelade ist immer so unglaublich süß, ey. Könnt ihr schreiben und schreibt dazu nichts. Ich glaube nicht, dass ich das bis zur Rente mache. Habe ich aber auch nie vorgehabt.
Wer weiß, wie sich die nächsten 10 Jahre entwickeln oder die nächsten 20 Jahre. Danke für die 400 Likes. Alexa, next. Ach, solange das Ding läuft und soweit ich das verfolge, nee, soweit mitverfolge, läuft es immer besser. Wenn es positiver laufen würde, und daran habt ihr übrigens die Macht, dann würde ich das vielleicht schon bis zur Runde machen. Wenn es weiterhin so gut läuft wie jetzt und besser laufen würde, auch positiver, wer weiß, was die nächsten 10 Jahre ist. Ich habe für die Sache. Pass auf. Ich habe schon immer. Vielen Dank übrigens für gerade. Ich habe schon viele Pläne seit Jahren schon für YouTube. Aber für manche Sachen bräuchte ich andere YouTuber, mit denen ich was machen kann, und für andere wiederum bräuchte ich. Für wieder andere Sachen bräuchte ich halt mehr. Wie sagt man? Bräuchte ich halt auch Unterstützung von Sponsorings und so weiter. Ich würde zum Beispiel auch viel stärkere und viel bessere Let's Plays machen. Oder ich würde auch viel intensivere Videos machen, wenn ich entsprechendes Equipment hätte. Alexa, next. Oh, geiles Lied. Alexa, lauter. Wo siehst du dich in 10 Jahren? Ich sehe mich in 10 Jahren nirgendwo, weil ich die nächsten 10 Jahre nicht vorausplane. Ich plane vielleicht ein paar Monate im Voraus, wenn überhaupt. Und wo ich mich sehe, ich sehe mich erstmal nirgendwo. Weil ich nicht weiß, ob ich in 10 Jahren noch lebe. Oder ob in 10 Jahren die Welt noch lebt. Weiß man nicht. Ich bin im Online-Marketing tätig. Ich weiß N. Du weißt N? Was heißt denn N? Wie redest du eigentlich mit Alexa? Sei mal freundlicher. Ich habe gewollt, dass sie ein nächstes Lied macht. Das ist ganz normal gesprochen. Bin freundlich. Naja, wenn du im Online-Marketing tätig wärst, oder bist, Sponsorings wären halt nicht schlecht, aber wenn du mir auf die Art und Weise helfen möchtest, dann melde dich bitte bei meinem Netzwerk und kontaktiere mich über mein Netzwerk. Ich bin bei Broadband TV TGN. Aber ich sag gleich, das wird vermutlich nach hinten losgehen. Danke, Patrick. Ich verstehe auch nicht, warum mir jeder immer Steine im Weg legen muss. Als würde ich rumrennen und jeden abmurksen. Ich tue ja eigentlich keinem was. Ich mache bloß meine Videos. Und da fühlen sich so viele Leute auf die Füße getreten. Das geht mir so auf die Nerven. Ich werde mich dort mal melden. Mal sehen, zumindest anbieten kann man es ja. Genau. Und es wird dann eher an mich weitergeleitet und dann kann man ja mal gucken. Danke auf jeden Fall mal. Und danke auch für die Likes gerade. Oder waren das jetzt Bannen? Ich habe jetzt nicht genau hingeschaut, weil ich auf den Chat geachtet habe.
Danke für die 50 Likes. Drache, das ist mein Name. Achso, seit gestern kommt jetzt auch Vampire's Dawn, übrigens, auf dem Gaming-Kanal jeden Tag. Ich bin jetzt schon beim 8. Part, 9. Part rendert jetzt gerade. Und es dürften 19, 11, 12, 13 Parts dürften es im Ganzen sein. Also könnt ihr euch freuen, da kommen auf jeden Fall die nächsten 2 Wochen auf jeden Fall jeden Tag ein Part. Außer ich mache es irgendwann mal so, dass ich 2 Tage ein Part hochlade. Und ich werde mich, denke ich, auch heute noch hinsetzen und weiter aufnehmen. Also, ja. Wenn ihr da also Kommentare unter den Drachenlord Vampire's Dawn Parts schreibt, kann es passieren, dass es erst ein paar oder erst so 5 oder 10 Parts später kommt. Für Events könnte man mich auch eventuell jetzt schon buchen. Die Sache ist nur, dass ich momentan nicht auf Events gehen möchte, eben wegen den ganzen Hatern. Das ist eben das, was ich meine. Im Moment ist mir das alles zu heikel. Wenn sich das alles positiver entwickeln würde, würde ich mich auch anders verhalten, beziehungsweise würde ich auch anders. Würde mich nicht anders verhalten. Alexa, leiser. Würde mich nicht anders verhalten, sondern würde. Alexa, next. Ich würde mich nicht anders verhalten, sondern ich würde mich auch öffentlicher bewegen können. Aber so. Ich meine, ich werde körperlich ja schon angegriffen, bevor ich überhaupt das Haus verlasse. Also von daher. Ja, ich habe mich schon an mehrere Firmen gewendet. Von einem Busy Hate bestimmt nicht, aber von dem Hate, der um mich rumkreist, lassen sie sich auf jeden Fall abstrecken. Ich mache das schon lange genug, ich habe mich schon öfter bei Firmen gemeldet, beziehungsweise schon öfter versucht, Sponsorings zu bekommen. Und immer wenn ich eins bekommen habe, ist es nach hinten losgegangen. Mein Handy zum Beispiel. Und manche Sponsorings wurden abgelehnt, bevor sie überhaupt stattfinden konnten. Zum Beispiel mein PC. Ich hätte eigentlich einen viel besseren PC hier stehen, aber der wurde damals, das wurde damals abgelehnt, weil die Hater das rausgefunden haben und dann sofort dagegen geschossen haben. Richtig assi. Ach scheiße, jetzt war das der Gaming-Account. Ah, dann wird das wahrscheinlich nicht sehen, beziehungsweise nicht registrieren. Na egal, bringt auch nichts.
Ich mache das lange genug, ich weiß, wie man ein Sponsoring bekommt. Butterschwan, danke schön für 400 Likes. Schon zum vierten Mal. Vielen, vielen lieben Dank für deine ganze Unterstützung. Nach dem Lied werde ich mal den Stream beenden. Ich muss heute noch viel machen. Ich muss noch ein bisschen aufnehmen. Ich muss noch ein bisschen bearbeiten. Im Moment läuft das Zeug noch. Ich muss nachher noch ein bisschen was im Garten machen. Wann hast du das letzte Mal so richtig laut gelacht, Rache? Weiß ich nicht. Ich habe generell nicht viel zu lachen im Leben gehabt. Weder damals wie heute. Vielleicht schätze ich deswegen Humor so sehr. Alter, ich hab irgendwas im Auge, ey. Ernst? Ich bin nicht ernst, ich bin ganz normal drauf. Außerdem muss ich gleich noch Ding hochladen. Hunter, heute soll noch die vierte Folge von Hunter kommen. Und das muss ich dann nachher auch gleich noch aufnehmen. Guter Song. Ich höre alles.
Alles, was mir gefällt zumindest. Weißt du, seit wann du mir sympathisch geworden bist? Als du Xavier Naidoo gehört hast. Höre ich schon seit ich 8 Jahre alt bin oder so? Schon eine Ewigkeit. Wie befestigst du die ganzen Poster? Ich in meinem Fall benutze einen Tacker für die Wand, so einen Wandtacker. Eigentlich könnten die Hater jetzt den ganzen Mist mal mit Würde beenden. Weil ob ich noch sonderlich lange Lust auf diese ganze Bullshit-Scheiße habe, weiß ich nicht. Vielleicht wird es doch Zeit, sich was anderes zu suchen. Ich habe nicht gesagt bis zur Runde, ich habe gesagt, wer weiß, was die nächsten 10 Jahre ist, habe ich gesagt. Die Hater, das Geile ist, die Hater könnten das Ganze mal in Würde beenden. Es reicht doch irgendwann mal. Es sind jetzt 5 Jahre oder werden jetzt 5 Jahre im Oktober. Man kann es doch auch irgendwann mal beenden, 5 Jahre reichen doch. Dafür sind sie zu stur. Es ist schon wieder ein halbes Jahr vorbei. Es sind auf jeden Fall genug, um mir Schwierigkeiten für meine Videos und meine Streams zu machen. Und für meine Sponsorings, die ich eventuell kriegen könnte, oder meinen Merch-Shop und so weiter und so fort. Dankeschön, Mike. Ich meine, der Hate geht zurück, aber es ist halt immer einfach noch zu viel und es macht halt auf Dauer nur Probleme, weil man kann halt nichts in Ruhe machen. Alles ist ständig, alles was ich mache, wird erst einmal, egal ob es positiv oder negativ ist, egal ob man es positiv oder negativ sehen kann, es wird erst einmal, Drache macht was, sofort haten. Das ist doch erbärmlich, eigentlich. Vielleicht sehe ich das auch nur ich so, ich weiß nicht. Haben wir die Tasche wirklich reingezogen. Das ist auch so eine Aktion, die ist auch gegen meinen Willen gewesen. Eigentlich wollte ich den Stream beenden, ne? Ich trinke den Kaffee noch aus. Ich kann im Moment eh nicht viel machen, außer warten, bis mein Rendern fertig ist. Oder mit der Kamera was aufnehmen.
Ach so, Drachenlord muss ich auch noch machen. Ich schmeiß den Kommentar, denke ich, raus. Die eine Szene habe ich immer noch nicht geschafft, so aufzunehmen. Schmeiß ich den einen Kommentar vielleicht raus. Bruder Schwan, Dankeschön für 100 Barren. Einige deiner Hater sind super kreativ und kennen dich besser als deine Fans. Ich möchte hier deutlich nochmals sagen, mich kennt keiner von meinen Zuschauern wirklich. Weder die Fans noch die Hater. Mag vielleicht arrogant klingen, aber von meinem Real Life oder auch von meinem tatsächlichen Ich weiß von euch kaum jemand was. Weil das im Internet, viele Aktionen, die im Internet passiert sind, sind aufgrund von Provokation oder von Triggering passiert. Und so bin ich normalerweise nicht. Mal abgesehen davon, dass ich vielleicht relativ leicht zu provozieren bin. Oder abgesehen davon, mein ganzer Charakter, wie er im Internet so ist oder dargestellt wird oft, ist gar nicht so. Weil ich mich so überhaupt nicht verhalte im Normalfall. Hast mal überlegt, mit welchen zusammenzuarbeiten? Ich habe es hier und da sogar schon angeboten, tatsächlich. Es gibt ein paar YouTuber oder es gibt ein paar Hater auf YouTube, die richtig gute Videos gemacht haben, die ich auch echt gefeiert habe. Aber entweder man hat keine Antwort bekommen oder man wurde nur direkt beleidigt. Von daher. Eine Auszeit mache ich nicht. Ich habe schon lange genug eine Auszeit immer wieder gemacht. Letztes Jahr habe ich das ganze letzte Jahr, habe ich am Ende vom Jahr so September, Oktober, November so gut wie gar nichts gemacht. Wenn ich nochmal eine Auszeit mache, dann war's das. Ich sehe das nochmal ein. Ich bin 28, ich werde jetzt 29 das Jahr. Nächsten Monat, um genau zu sein. Und es hat sich innerhalb des letzten Jahres kaum was geändert. Eigentlich hatte ich vor, dieses Jahr nach Italien zu gehen, aber auch das kann ich mir knicken. Nur du kannst es beenden. Das ist falsch. Ihr seid viel mächtiger als ich, als Gruppe. Das sieht man doch an den Hatern eigentlich, dachte ich. Die Hater sind als Gruppe unglaublich mächtig. Ich weiß, dass meine Fans genauso mächtig sind oder sogar mächtiger. Aber da will mich keiner unterstützen, komischerweise. Oder kaum jemand. Nicht alle. Also es gibt ja viele, die mich auch unterstützen, aber es gibt auch genug, die es nicht tun. Naja. Positiv denken. Nach fast 5 Jahren positiv denken. Das will ich sehen. Ja, ich weiß, dass man da mal mit dem Auto hinfahren kann. Weil ich selbst Angst habe vor den Hatern. Mit ein bisschen Sicherheitsmaßnahmen sind die Hater keine Gefahr für euch. Sorgt dafür, dass sie keinen Namen und keine Adresse von euch herkriegen und auch so im Real Life nichts von euch mitkriegen können, was mit Real Life zu tun hat, und dann seid ihr safe. Und so schwer ist das nicht. Naja.
Danke, Julian. Ohne den Helm wärst du nicht da, wo du heute bist. Ja, vielleicht wäre ich sogar weiter, als ich jetzt bin. Broadband TGM. Nee, TGN. Also TGN. Steht für The Gamer irgendwas. Ich weiß gar nicht, was das, wofür das N steht. Also T, G, nicht J, nicht J, sondern G. Hey, servus Apfel. Was kann man denn als Fan tun, um dich speziell zu unterstützen? Naja, zum Beispiel könntet ihr positive Kommentare hinterlassen bei anderen YouTubern. Alexa, stopp. Zum Beispiel könntet ihr bei anderen YouTubern positive Kommentare hinterlassen, wenn ihr seht, dass irgendwelche Hater irgendwas über mich herziehen oder so. Ihr könntet hergehen, könntet auf irgendwelchen Plattformen, wo zum Beispiel mein Merchandise verkauft wird, extrem gute oder sehr positive Kommentare hinterlassen. Ihr könntet, keine Ahnung, alles, was halt irgendwo mit mir zu tun hat, könntet ihr mit positiver Aura umdingsen. Dafür sorgen, dass das Ganze eben positive Aspekte annimmt und nicht immer so negative, wie es jetzt hat. Und man kann halt einfach, das sind halt so die Möglichkeiten, die ihr habt. Ihr könnt die Streams immer unterstützen, indem ihr einfach nur dabei seid und positiv kommentiert. Wenn Leute hier rumhaten, könntet ihr die mit euren Meldungen aus dem Stream kicken, dann brauche ich auch nicht immer den Abo-Chat anmachen. Bei mir wäre es lieber, ich müsste den Abo-Chat nicht anmachen. Weil der Abo-Chat wirkt immer, als wäre man geldgeil. Und das will ich nicht sein, das will ich auch nicht wirken. Geld bedeutet mir eigentlich nicht wirklich viel, außer das, was ich halt nötigerweise zum Leben brauche. Und vielleicht hier und da mal sich was Kleines gönnen. Aber mir bedeutet Geld eigentlich nichts. Ich bin nicht so auf Geld aus, außer die Sache, was ich halt brauche. Und ich möchte halt letzten Endes eigentlich generell meine Videos so gestalten oder auch meine Streams so gestalten können, dass ich halt sehr positiv rüberkomme, was ich normalerweise auch immer bin, abgesehen davon, wenn halt Leute anfangen hier nur rumzuhaten. Wenn du dir 20 Minuten lang anhören darfst, was für ein riesen Arsch du bist, dann hast du auch irgendwann keinen Bock mehr und dann kriegst du genauso einen Kollaps wie ich auch. Ich bin mittlerweile sogar so resistent gegen diesen ganzen Müll, dass ich sogar teilweise schon eine Dreiviertelstunde, Stunde überstehe, ohne mich aufzuregen. Auch ohne mich persönlich aufzuregen, auch für mich selbst. Das ist einfach, wie ich immer sage, alle, die sich immer aufregen, du bist ja so scheiße, du regst dich dauernd auf, du musst dauernd die Hater, die sollten sich mal die Chat anschauen und sollten mal überlegen, wie viele negative Hater-Aspekte und wie viele positive Hater-Aspekte, also Fan-Aspekte man hat. Mal wenn ich in den Kommentare schaue, jetzt heute geht's mir gerade ein bisschen, wenn ich manchmal in die Kommentare auf YouTube schaue oder in den Stream auf YouNow schaue, es sind ungefähr 100 Nachrichten von Hatern und vielleicht darunter, unter diesen 100 Nachrichten sind vielleicht mal 3 oder 4 von Fans und Zuschauern oder von Abonnenten. Und dann denke ich mir einfach nur, ja, das sind 3 zu 10 oder 3 zu, ne, 3 zu 10 ist Quatsch, das sind 3 auf 98, 97. Das ist einfach Bullshit. Und auf die Art und Weise braucht man sich dann auch nicht beschweren hinterher. Weil ich kann letzten Endes nicht dafür, nicht nur was dagegen machen. Wenn ich die Leute banne, kommen die in 5 Minuten wieder, das wisst ihr ja. Deswegen versuche ich so wenig wie möglich zu bannen. Das war mal anders. Ja, das machen wir doch schon. Die sind halt so viele mehr, als wir und was und will, denen auch nicht so viel Beachtung schenken. Apfel, das ist nicht das, was ich meine. Dass du das machst und so, das weiß ich. Aber was ich meine, wen ich anspreche, sind die Leute, die das eben nicht tun. Die Leute, die das eben nicht machen.
Das können wir die Stunde auch voll machen. Alexa, Play. Das, was ich, die Leute, die ich ansprechen möchte, sind die Leute, die das noch nicht machen. Die vielleicht. Es muss ja noch nicht einmal, es muss ja noch nicht mal ein Fan sein. Es können ja auch normale Zuschauer sein, die den Hate nicht unterstützen wollen. Die im Gegenteil, die versuchen wollen, dem Hate keine Chance zu geben. Auch das kann man als positiv setzen. Man muss ja nicht sagen, also zunächst mal, auch wenn es immer falsch rüberkommt, ich möchte nicht, dass man mir in den Arsch kriegt. Definitiv nicht. Das kann ich nicht ausstehen. Im Gegenteil, das hasse ich. Und wenn man mir ganz normal entgegentritt und ganz normal mit mir redet, dann kann ich auch ganz normal mit euch reden. Damit habe ich gar kein Problem. Das, im Gegenteil, das mache ich sogar gerne. Ich bin kein Assi, der hergeht und irgendwelchen Müll macht, sondern ich bin ein ganz normaler Mensch, sucht ganz normal über die Runden zu kommen und ganz normal sein Zeug zu machen. Der einzige Unterschied zwischen euch und mir ist, dass ich halt leider im Internet berühmt bin, was ich aber auch nie gewollt habe. Das ist übrigens auch so eine Sache. Das ist auch eine Sache, die immer viele immer missverstanden haben. Viele, wegen meiner Rechtschreibung, haben immer alle so Metal-Leute, M-E-D-D-L. So. Und ich finde das unfassbar respektlos. Nicht mir gegenüber, sondern dem Metal gegenüber, der Musik gegenüber, allen Leuten, die Metal lieben. So, das finde ich unfassbar respektlos. Es ist für mich ja nicht so, dass ich das mit Absicht mache, meine Rechtschreibung. Und ich habe Metal noch nie falsch geschrieben, noch nie. Als ich angefangen habe, Metal mal wirklich wörtlich zu schreiben, habe ich einen Kumpel gefragt, wie das geschrieben wird, weil ich keine Lust hatte, das falsch zu schreiben. Das ist, für mich ist es einfach unfassbar respektlos. Der Musik gegenüber, die Leute, die diese Musik machen, allen Menschen gegenüber, die diese Musik feiern. Naja. Das ist halt meine Ansicht. Vielleicht ist sie ein bisschen verschroben und ein bisschen merkwürdig für viele, aber für mich ist es eben so. Ich mache das eben so. Ich mag das eben nicht anders. Junge, das ist ein Markenzeichen. Nein, ist es nicht. Genau das ist der Witz. Das ist ein Markenzeichen der Hater. Punkt. Mein Markenzeichen ist es bestimmt nicht. Das ist etwas, was viele auch nicht verstanden haben. Meddl ist. Also Metal falsch geschrieben, Metal, Meddl. Das ist ein Markenzeichen der Hater. Das war nie mein Markenzeichen, noch nie. Mein Markenzeichen ist Metal, Leute. Metal. Das ist mein Markenzeichen, Metal. Und nicht Metal. Das ist ein Unterschied. Was steht auf deinem Shirt? Das sieht ganz. Sieht gut, echt gut aus. Da steht Tor drauf und der Torhammer. Und unten drunter steht noch irgendwas. Irgendwas wegen Ragnarök.
Übersetzt heißt es für diejenigen in Ragnarök anscheinend, was da unten drunter steht. Dankeschön für die 50 Likes. Ich bin mit Sicherheit nicht froh, dass ich berühmt geworden bin. Ich wollte nur irgendwelche Videos für meine Freunde und für meine Arbeitskollegen in der Arbeit damals machen. Und das ist so nach hinten losgegangen, unfassbar. Das ist das Problem. Viele glauben immer so, ja, kannst volles Geld rausholen. Kann ich nicht, genau wegen den Hatern. Das ist das Problem. Danke, Bruder Schwan, schon zum zweiten Mal 100 Barren. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. So, einen Song noch und dann bin ich erstmal offline. Schreiben Sie das im großen Stil. Ja, hast du einen Anwalt, der dafür, der das macht und der am Anfang kein Geld verlangt? Das ist nicht so einfach, wie ihr euch das vorstellt, Leute. Ich könnte eigentlich jeden Hater, der meine Videos jemals verwendet hat, auf Schadensersatz verklagen, das stimmt schon. Auch wegen Recht am eigenen Bild und alles und auch weil sie damit Geld verdienen. Allein die Aktion damals mit dem Buch, was sie geklaut haben, das noch nicht fertig ist, bis heute nicht fertig ist, was sie dann veröffentlicht haben und verkauft haben. All dieser Bullshit. Das wäre, weiß gar nicht, da könnte man Tausende, wenn nicht Zehntausende von Euro Schadensersatz klagen, aber braucht jetzt mal einen Anwalt, der das macht. Der Witz ist, ich habe mich an eine Anwaltskanzlei gewendet, die sich mit YouTube-Recht und so weiter auskennt. Aber die melden sich bei mir nicht, die sagen zu mir halt, ja, die haben momentan keine Kapazitäten dafür frei. Was im Prinzip eine höfliche Ablehnung ist. Habe ich bereits das zweite Mal gemacht, aber keine Chance. Haben halt auch Angst um mir, der eigene Ding. Die haben halt auch wieder, das ist halt auch wieder dieses typische Hater-Propaganda. Wo sich da die dann fernhalten wollen von, was ich ihnen nicht mal verübeln kann. Ist eben wie es ist. Das war keine gute Idee, das hier zu schreiben. Und nein, ich kontaktiere dich nicht. Du sollst mich kontaktieren übers Netzwerk, Broadband TV. TGN ist ein Nebennetzwerk. Wenn du dich an Broadband TV wendest, kannst du dich auch an mich richten. Also über Broadband. On an open highway, and I miss my way. Theoretisch gesehen müsste ich auch gegen Twitter klagen können, weil sie mich einfach gesperrt haben, schon zum zweiten Mal ohne Gründe. Und das gleiche gilt auch für das gleiche gilt auch für
gleiche gilt für Instagram, das gleiche gilt für für Facebook und das gleiche würde auch für Ding gelten. Für Twitch. Tja. Wie sagt man so schön, Apfel hätte, hätte, Fahrradkette. In dem Fall müsste. Aber dann kommt kein guter Reim dabei raus. Entschuldigung. Naja, wenn sie mich rauswerfen, wenn ich gegen die Richtlinien verstoße, stimmt das. Wenn ich aber rausgeschmissen werde, ohne Richtlinienverstoß, aber es angegeben wird, es ist ein Richtlinienverstoß gegen Urheberrecht, weil ich mich für eine Person ausgibt, die ich nicht bin, dann ist es definitiv kein Hausrecht, im Gegenteil. Hättest du gern drauf in den Kaffee? Ich habe schon den dritten Kaffee gesoffen jetzt. Alexa, stopp. Um Gottes Willen, ey, Alter, die Gaga ist so Gaga. Gut, Leute, dann bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Stream wieder mit dabei. Spielt keine Rolle. Ich kann hier auch jeden rauswerfen. Nur weil ich seinen Namen nicht. Nur weil mir sein Name nicht passt. Ah, ja. Du verstehst es anscheinend nicht. Identitätsdiebstahl ist strafbar, sowohl in Deutschland als auch in den anderen Ländern im Normalfall. Nicht in allen, glaube ich, aber in den meisten normalerweise. Okay, bis später vielleicht mal, euer Drache. Ciao. Ja, ich verstehe nicht. Ich mache das Ganze seit 5 Jahren, aber ich verstehe nicht. Weißt du was? Lass es. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.